Hallo. In der letzten Folge hat Sophie mal wieder ihre beste Freundin wie Schmutz behandelt, hat ihren Mitbewohner und allerbesten Freund wie Schmutz behandelt, weil sie sich ja unbedingt von Kamal Informationen besorgen muss. Ja. Lügenkoboldette. Und natürlich hat David sich falsche Informationen von der Slua beschafft bezüglich des Schmiedens, was selbstverständlich nicht an meinem Unwissen liegt. Es liegt daran, dass sie ihm falsche Informationen geben möchte, damit er es eben nicht kann irgendwann. Das ist wichtig. Denkt mal drüber nach. Das ist schon alles klug. Viel Spaß und bleibt geil. Ich hoffe, ich kann mich in Audacity bei dem ganzen Rumgebrüllen noch ordentlich runter modulieren. Oder den Leuten fallen wieder die Ohren ab. Yes! Welcher Rumgebrülle? Oh. Ich denke, ich bin schon laut. Also, was habt ihr denn vor? Also, du wirst mit ihm dann vermutlich zurückgehen. Er reagiert nicht auf Hochhäuser. Okay. Sophie weiß ja ungefähr, wann er sich immer so schlafen legt. Der wird vermutlich noch viel schlafen. Das bedeutet, die wird vorher nochmal mit dem Bild, das er gemacht hat, und einigen, also mit dem Bild, was er gemacht hat, und sie wird etwas Ähnliches nochmal selber zeichnen, so einen Leuchtturm. Sie wird auch vielleicht Szenen zeichnen aus dem, was sie aus seiner Vergangenheit gesehen hat. Also das mit dem Drachen und dem Schlüssel, diese Orte. Ja, ja. Und insbesondere den Schlüssel. Und wird damit auch nochmal zu ihm gehen. So kurz bevor er, so wenn sie ja noch hört, dass er noch so ein bisschen rumort, aber schon abzusehen ist, dass er bald schlafen gehen wird. Sag mal kurz outgame, was du jetzt vorhast. Sie braucht mehr Infos. Sie wird jetzt Kamals Rat befolgen. Ja, und weißt du denn, wie du das anstellst? Nee, stimmt schon. Da fehlt, glaube ich, ein Schritt. Ja, beim Wanst fragen, wie das geht. Du weißt nichts von David. Doch, du weißt von Davids Traum. Das stimmt allerdings. Okay, du findest den Wanst irgendwann. Die sitzt im Garten und wirft mit Steinen auf. Wo findet die denn Stein? Es liegt doch Schnee. Und kann die nicht graben. Kinder bemerken ja, dass sie keine Handschuhe angezogen haben, nachdem sie bis zum Ellbogen im Schnee steckten. Sie wirft also mit Schneebällen auf Fensterscheiben. Ha. Hi. Was ist los? Ist dir langweilig? Nö. Was ist das für ein Typ? Ich hab keine Ahnung. Sie nickt wissend. Aber er hat irgendwas sehr Wichtiges vergessen. Und ich versuche gerade, ihm zu helfen, das wiederzufinden. Sie nickt wissend. Die Lieblingssocken. Nee. Ich fürchte, es war mehr als die Lieblingssocken. Ich fürchte, er hat einen Teil von sich selbst vergessen. Du bist ja ganz banal! Sie rennt hinter einen Baum und versteckt sich. Was? Bist du bekloppt? Ja, wenn du schon sowas machst. Was? Ja, mit solchen Leuten, die das vergessen, bist du denn doof? Nein, er wusste es nie. Nie so richtig. Umso schlimmer. Er wirkt nicht so.
Glaub mir einfach, er wirkt nicht so. Das war ich ja auch nicht, bevor ich war, wurde, was ich wurde. Du bekommst einen Schneeball ins Gesicht. Sophie schmeißt einen zurück. Sie steht hinterm Baum. Und kichert. Fieses Stück. Sophie wischt sich den Schnee aus dem Gesicht. Mhm. Ich wollte dich was fragen. 5. Ich fürchte nicht, dass das die Antwort ist. Also. Du weißt doch, wie man in die Träume von anderen Leuten gehen kann, richtig? Nein. Okay, du weißt nicht, wie das geht, aber wenn du es ganz vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt haben könntest, würdest du mir es dann verraten? Bestimmt. Cool. Und was kriege ich dafür? Was möchtest du denn? Dass du mir sagst, weil du ja ein Orakel bist, wann ich Schlangi wiederbekomme. Aber vielleicht weiß ich das gar nicht. Natürlich weißt du das, wo du doch in die Zukunft gucken kannst. Naja, aber ich kann ja nicht beeinflussen, was ich sehe. Sobald du es weißt, sagst du es mir. Okay. Okay. Also, du musst dich neben ihn, also neben den Typen legen. Aber in unserem Haus, wenn du eine Fee bist und der andere auch, dann musst du das nämlich nicht machen. Aber du musst eine Kette aus Blumen machen und die musst du dem aufsetzen. Aber die kann auch chimärisch sein, deswegen hat das David gar nicht gemerkt. Aber das habe ich ja nicht gemacht. Und dann musst du dir auch eine aufsetzen und dann musst du ihm noch einen Eid schwören, aber wenn du ganz leise bist, dann hört er das gar nicht. Und dann kannst du nämlich, dann wanderst du nämlich, wenn du einschläfst und er auch schläft, dann wanderst du in seinen Traum, aber wenn er einen Albtraum hast, dann musst du ihm helfen oder du wirst bestraft. Und was für einen Eid muss man schwören? Der geht so. Ich bin der Nachtwächter, der die Alben aus deinem Traum vertreibt. Ich bin der Wärter, der das Böse in seinen Zellen hält. Ich bin der Avatar der Sorgenlosigkeit und heute Nacht stelle ich mich in deinen Dienst. Dein Schlaf wird Ruhe, dein Traum wird Wonne und so ich heute Nacht versage, wird deine Angst zu meiner Plage. Oha! Wenn der nämlich einen Albtraum hatte und du kannst ihm helfen, dann kriegst du am nächsten Tag etwas Traumkraft. Oha. Und außerdem kannst du in dem Traum viel coolere Sachen machen. Da bist du nämlich viel klüger und viel stärker und viel schneller und viel schöner. Ich verstehe schon, warum du das nicht gemacht hast. Ja, das wäre nämlich sehr gefährlich, wenn nämlich man es nicht schafft, den Albtraum zu vertreiben. Cool, dankeschön. Hast du Lust, einen Schneemann zu bauen? Na dann komm. Aber einen mit Fangzähnen. Es ist ein Schneemann-Vampir. Dann machen wir jetzt einen Schneemann-Vampir. Einen Schneevampir. Geil. Ihr habt ja genügend Eiszapfen, das ist ja alles kein Stress. Ja. Sophie baut jetzt mit dem Wanst einen wunderprächtigen Schneevampir. Und wenn er fertig ist, dann wird sie ihn ganz stolz angucken und umwerfen. Das ist okay.
Und dann steckt sie sich natürlich die Eiszapfen in den Mund, weil sie jetzt ein Vampir ist. Ja. Dann weiß Sophie jetzt, was sie tun muss. Muss sie sich jetzt neben den legen? Ja, ne? Ist ja keine Fee. Ja. Toll. Erstmal muss sie dir Blumen besorgen. Ja. Ja. Na, es können ja auch chimärische Blumen sein, ne? Und die hast du eher weil? Die hab ich nicht eher weil, aber die kriegt man ja in der Nähe vom Palast. Nimm mich mit, ich muss Mehl buddeln. Du pflückst aus dem Garten des Palastes. Nein, nicht aus dem Garten des Palastes. Aber aus dem Weg dahin. Da waren ja auch ganz viele. Ich glaube, das meint ja der Garten. Du pflückst auf den Ländereien des Palastes. Und hast du denn vorher um Erlaubnis gefragt? Naja, Ländereien des Palastes, das ist im Großen und Ganzen auch Halle. Also dann dürfte ich nie Blumen pflücken. Das ist ja eine Grafschaft, das sind alles seine Ländereien. Da dürfte ich nirgendwo Blumen pflücken. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach zu einem Blumenladen gehen würdest? Na, es sollten ja chimärische Blumen sein. Können. Ach so. Das können auch, weil David hatte es ja gar nicht gemerkt. Also es müssen aber auch richtige Blumen sein. Efeu reicht wahrscheinlich nicht, ne? Das weißt du nicht so genau. Du hast Okkultismus 3. Ein Blumenkranz ist viel fähiger als ein Efeukranz. Das kommt auf die Fähren, fragt man Slua. Ein Slua nimmt eine vertrocknete, leicht schimmelige Rose. Ich werde Blumen kaufen gehen. Easy. Es muss ja nur irgendein Gestrüpp sein. Mit Blüten dran. Stell dir mal vor, wie beschissen die Feen das früher hatten, wo man noch nicht alles spritzen und in Wintergärten stopfen konnte. Ja, Die armen Schweine. Die mussten dann immer so ein Bündel Rosmarin in der Küche hängen haben. Daher kommt das nämlich. Höchstwahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich im Frühling und im Sommer ganz viele Blumen geflochten, ganz viele Blumenkränze, haben die da im Keller getrocknet. So is it. Ja, dann werde ich das alles schon mal tun. Mhm. Ja, das dauert ja nicht lang. Ja. Werde einen Blumenkranz, nein, zwei Blumenkränze machen. Mhm. Wie mir die Antwort, die Dings des Wanstes befolgen, die Anweisungen des Wanstes befolgen. Wie waren die denn? Jetzt muss ich mir sowas demnächst mitschreiben, dann bin ich allerdings abgelenkt. Na, du musst nur einen Blumenkranz machen und dich neben ihn legen. Ja, sie hatte auch noch irgendwas von der Blumenkette oder sowas erzählt, deswegen. Oder nee, meine ich. Für den Kopf halt und Kranz. Okay. Und den Turm. Ja, den sowieso. Tja, dann wird sie das wohl tun müssen. Ja, naja, wie gesagt, du bist dann irgendwann fertig mit Flechten. Das ist jetzt nicht unendlich viel Arbeit. Ja, na, die Tür zu seinem Zimmer ist ja ohnehin meistens zumindest nur angelehnt. Es sei denn, er schließt sie. Nee. Und er schläft vermutlich auch recht tief, oder? Und neben ihn legen kann, da kann ich mich auf den Boden von neben dem Bett legen. Das muss ja nicht mit ins Bett sein. Naja, das müsste man jetzt natürlich definieren. Wie das jetzt genau gemeint war. Ja. Ja, auf dem Boden reicht man. Gut. Sophia hätte es ohnehin so ausprobiert. Ja, ist auch in Ordnung. Bevor er pennt, zeigst du ihm all diese Sachen, ne? Ja. Er ist natürlich dann sichtlich aufgekratzt und wird das ein bisschen später einschlafen. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Sie setzt sich auch einfach irgendwann, sie bleibt im Zwischenzimmer einfach, es sei denn, er schmeißt sie raus. Und wird sich irgendwann still in so eine Ecke setzen und einfach was zeichnen. Mhm. Muss ich diesen komischen Schwur jetzt aufsagen? Fuck yeah! Warum? Weil das wichtig ist.
Ansonsten wirst du dann sagen, aber ich habe ja gar nichts gesagt, ich kann jetzt nicht gebumst werden. Außerdem kostet sich das ein Glamour. Leute zu retten ist extremst teuer. Hm. Okay. Aber sie kann es ja so leise machen, dass es niemand hört. Ja. Siehst du? Muss ich es dann immer noch sagen? Du darfst es leise sagen. Ich weiß, dass du nicht wirklich was sagst, okay? Okay. Ich habe meine Lippen bewegt, du hast es nicht gehört. Das gilt nicht als sagen. Nur stimmhafte Laute zählen. Naja gut, flüstern zählt auch. Okay. Ich bin der Nachtwächter, der die Alben aus deinem Traum vertreibt. Ich bin der Wärter, der das Böse in seinen Zellen hält. Ich bin der Avatar der Sorglosigkeit und heute Nacht stelle ich mich in deinen Dienst. Dein Schlaf wird Ruhe, dein Traum wird Wonne. Und so ich heute Nacht versage und deine Angst zu meiner Plage. Du sagst das und du fühlst dich sofort ziemlich fucking müde. Okay. Denn er schläft ja schon. Ja. Dann wirst du dich neben ihn auf den Boden packen. Ja. Das war ein sehr passendes Gähnen und dann einpennen. Es ist unfassbar kalt, was dich jetzt nicht so sehr stört. Du stehst auf einem kleinen Plateau. Unter dir siehst du einen eisernen Mann mit einer Art hässlichen Trichter auf dem Kopf, eine Axt in seiner Hand. Ziemlich kantig das ganze Gerät, neben ihm eine Vogelscheuche. Sie scheinen sich gerade erst zu begegnet zu sein, aber sie sprechen schon von ihren inniglichsten Wünschen. Offenbar sucht der Eisenmann ein Herz und die Vogelscheuche ein Gehirn, damit sie endlich etwas klüger werde und er damit er wieder endlich etwas fühlen könne. Deswegen kommt ein kleines Mädchen in einem blauen Kleid, Zöpfen blond. Und ihrem Hund, Name habe ich vergessen, aber sie wird ihn schon ansprechen. Sie wird ihm auch hinterherrennen, weil er etwas Reis ausgenommen hat. Der Hund kann hier auch sprechen, was sie immer noch etwas zu verwundern scheint. Deswegen bemerkt sie gar nicht, wie die beiden da vorne sich angrinsen und dann ein paar Schritte auf sie zutreten. Sulpitz hat sie aber noch nicht gefunden, oder? Sulpitz ist da nicht. Das sind nur zwei Wesenheiten, die bald ihre inniglichsten Wünsche bekommen. Das wirkt nicht sehr albtraumhaft. Nö, eigentlich nicht. Das Schwierige ist jetzt nur, es ist erstmal egal, Sophie beobachtet das Ganze erstmal, denn für sie wirkt das jetzt gerade noch nicht so fürchterlich schrecklich. Ja, sie wird enthauptet. Oh, echt? Habe ich nicht gerade gesagt, was die beiden suchen? Ja, aber ich weiß ja nicht, aus welcher Perspektive Sulpitz jetzt guckt. Es kann auch sein, dass er aus der Perspektive des Metalltypen guckt. Und es ist ja durchaus wünschenswert, dass er sein Herz bekommt. Ich sag dir sobald Sulpitz anders. Die Traumwelt ist unheimlich fragil und oberflächlich. Also der ist super oberflächlich gerade am Träumen. Okay. Alles wird sowieso immer wieder in sich zusammenbrechen. Sobald Sulpitz da ist, wird er als Sulpitz da sein. Okay. Ich glaube, man träumt fast nie, dass man jemand anderes ist. Das stimmt, da beobachte ich das Ganze erstmal ruhig. Na, ja, du kennst es ja, du weißt ja, wie man Menschen ausnimmt. Das stimmt. Ich fühle mich daran erinnert, an die Wärme. Ja. Die Nähe. Alles verschwimmt. Hm. Kennst du diese Bürodinger, wo so Kugeln sind, die aneinander... Ja. Vor dir ist so ein Gerät, nur dass da Hunde und Katzen statt Kugeln hängen, die aneinander schlagen, bis einer zu Boden fällt. Und wenn er aufschlägt, verändert Miau. Sich die Szenerie. Verändert sich. Ja, so ist es halt. Ich hab's mir anders überlegt. Da kommt erst eine große Hand, denn man kann ja verändern, wie viele Kugeln immer in Bewegung sind. Also wird er dann quasi eine andere Melodie spielen, je nachdem, wie viele die an der Luft sind.
Wuff, 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 wuff. Miau, 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 miau. Wuff, 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 wuff. Sehr schön. Ja, und zwei übergroße Blumen, offenbar Sonnenblumen, tanzen im Takt dazu. Ich mag seine Träume. Sie haben viel zu viele Füße, weil viel zu viele Wurzeln. Aber zumindest die der Damenblume, sind alle in hochhackige Schuhe, mit denen sie nicht sehr gut zurechtkommt, gewandet. Wenn sie an die vorbei wirbeln, verzerrt sie sich erneut. Was haben wir denn noch im Gepäck? Ein gewaltiger Eisdrache fliegt über eine Schneelandschaft. Ohne eine Horde von verdammten Zombies. Okay, wir haben hier Geschmack. Du reitest auf diesem Drachen, bis er sich zu dir umdreht und sagt: Hm? Dann frisst er dich. Mit einem Haps. Du befindest dich im Bauch eines Wals. Neben dir schwimmt eine gewaltige Arche, bei der sich gerade offenbar eine Familie streitet. Darüber hin, ob wie es jetzt eigentlich weitergehen soll, denn sie haben schon so viele verkrüppelte Kinder und das mit der Inzucht war offenbar keine besonders gute Idee. Der jüngste von ihnen schreit außerdem herum, wer eigentlich die Dinosaurier mit an Bord genommen hätte, das wäre ja wohl die dümmste Idee von allen gewesen. Eine ganze Welle Magensäure schwappt über dich hinweg. Du befindest dich in Leipzig. Jetzt kommen wir der Sache näher. So ist es. Du siehst Sulpez. Anfang 20 ist er, mit einer ordentlichen Frisur. Mit ordentlicher, wenn auch nicht überteuren Kleidung. Er steht da mit Händen in den Hosentaschen an einer Bahnhaltestelle und offenbar kommt sie nicht, erwartet da 5 Minuten und geht dann offenbar zu Fuß weiter. Es dämmert bereits abendlich. Die anderen Personen, die du siehst, vor allem bei den Damen, lassen darauf schließen, dass es sich grob um die 80er handeln muss. Vor allen Dingen, es ist auch kein Handy, was solche Theorien bestätigt. Ist er allein unterwegs? Ja. Dann gesellt sich Sophie jetzt zu ihm. Das konnte der Wanz ja, glaube ich, auch. Das ist ja, glaube ich, nicht weiter dramatisch. Der geht jetzt da einfach die Straße lang. Ja, sie geht jetzt einfach da mit. Na, gesellt sich zu ihm heißt für mich was? Sie geht ein paar Schritte hinter ihm erstmal, damit sie eingreifen kann, wenn was ist. Okay. Gut. Und wenn er sich nachher umdreht oder irgendwas anderes, dann reagiert sie dann auch darauf. Aber solange er das nicht tut, folgt sie ihm jetzt einfach. Nehme ich mal an, dass du einen respektvollen Abstand behältst. Ja. Ja. Er kauft sich an einem kleinen Kiosk eine der 2 Zigarettenmarken. Ich habe den Namen vergessen. Aber sie müssen ziemlich widerlich gewesen sein. Und wird dann weitergehen. Dann bricht er plötzlich zusammen. Auf dem Boden quasi, fällt hin und windet sich ein wenig, hält sich den Bauch und das Gesicht. Sophie läuft jetzt zu ihm hin. Andere Leute laufen jetzt auch zu ihm hin, aber sie haben alle das Gesicht verloren. Es ist einfach nur verschwommen, wie wenn du ein Bild nimmst mit Wassermalfarben und dann nochmal einen ordentlichen Schub Wasser drüber kippst und das dann schüttelst. Alles klar? Ah, was? Mein Bauch. Oh, ich hab solche Kopfschmerzen. Ich glaube, ich bin irgendwie krank oder so. Sicher? Ich glaube nicht. Komm erst mal hoch. Ich glaube, ich muss dringend in eine Poliklinik. Er blickt dich jetzt an und hat leicht spiegelnde Augen. Das klingt gut. Und er versucht es sich dann so halb an der Wand rücklings aufzurichten. Dabei versucht er sein eines Bein zu belasten, aber es bricht einfach weg. Vorher war es vollkommen in Ordnung. Das, was er jetzt auch nachzieht. Sophie stützt ihn jetzt erstmal. Bitte. Ich glaube, da vorne irgendwo rechts geht es zur Poliklinik. Sie geht jetzt erstmal mit ihm in diese Richtung.
Ein paar andere werden ihn auch noch stützen. Wie Autos heißt du eigentlich? Waren ja eher Mangelware. Muss ich mir jetzt echt einen Namen für den ausdenken, Mann? Der hat doch überhaupt keinen. Der heißt nicht so viel jetzt, oder? Volker! Okay. Ich bin Sophie. Er bleibt stehen. Seine leichte, eine rechte Hand, die sehr verkrampft war, also beide waren sehr verkrampft, öffnet sich jetzt. Darin liegt ein Schlüssel. Das ist offenbar ein chimärischer Schlüssel. Am Schlüsselkopf ist ein Drachenkopf abgebildet. Farbe müsste ich nachgucken, sollte dir aber eigentlich egal sein, nehme ich an. Ja, erstmal ist mir das egal. Er scheint davon sehr verwirrt. Das ist natürlich ein ziemlich großer Schlüssel, ist klar. Ja. Jetzt, wo die Hand geöffnet hat, wäre es unmöglich, dass er darin Platz gefunden hätte. Dann wandert sein Blick in die Richtung. Es ist in die Richtung rechts. Es ist für dich sehr schwer wiederzuerkennen, denn es ist verdammt lange her. Aber es ist ungefähr die Richtung, wo der Drache den Weg freigebrannt hat. Es ist so vor allen Dingen auch schwer, sich zu orientieren, weil Leipzig in den 80ern minimal anders ausgesehen hat. Minimal. Das ist also dein Schlüssel. Das ist... Ich weiß nicht, wo der herkommt. Was ist das überhaupt? Oh mein Gott. Vor euch baut sich eine Rotkappe auf. Und sie zeigt sich auch als solche allen Menschen und öffnet dabei ihr Gebiss und lacht. Die Menschen verziehen sich. Sophie bleibt. Mir fehlt ein Schneidezahn. Unten. Her damit. Der Typ wird, also hier, Volker. Volker. Volker wird natürlich rückwärts hinten umfallen, denn er hat versucht, einen schnellen Schritt zurückzugehen, hat ja offenbar aber nur noch ein Bein auf dem Boden plumpsen. Er reißt sich damit so halb mit, du kannst natürlich noch in der Luft abfangen, aber ne, du bist ein bisschen außer Kontrolle gebracht. Ja. Rotkappe kommt schnellen Schrittes auf ihn zu. Sophie macht's dunkel. Ey, cool, in jemandes Traum kosten, glaube ich, deine Kräfte keinen Glamour. Warte. Ist das Gloom? Ja. Intelligenz hast du 3, ne? Ja. Jo, ein Fleck undurchdringlicher Dunkelheit entsteht. Oder willst du Nebel? Das ist mir egal. Oder willst du, ja, doch Nebel. Oder willst du einen kleinen Mini-Schneesturm? Oh, ich möchte den Mini-Schneesturm. Okay, also, ja doch, das ist ein Mini-Blizzard quasi. Was? Verzieh dich. Wo bist du? Sophie geht jetzt zu Solpez, die kann ja sehen. Ja, eher nicht. Ja, aber sie zieht ihn jetzt hoch und geht jetzt mit ihm weg. Die Rotkappe folgt euch. Also sie folgt dem Fleck, wo sie nicht sehen kann. Bleibt das denn immer um mich herum? Wenn du das möchtest. Also ich meine, du kannst es auch an dem Ort lassen, aber dann, weißt du? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Möglichkeiten habe. Gegen eine Rotkappe habe ich überhaupt keine Chance. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich probieren kann, ist, irgendwo hinzugehen mit ihm, wo die Rotkappe uns schließlich nicht mehr folgen kann. Sowas wie U-Bahn oder eine gibt's nicht alles, ne?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Leipzig sowas hat. Nee, eine U-Bahn hat Leipzig gar nicht. 80er. Ja, wenn dann eine Straßenbahn. Ja, die haben sie. Du gehst ein paar Schritte. Da würde eine Straßenbahn auch demnächst kommen. Also die ist schon am Horizont. Die Rotkappe guckt noch in diesen Fleck. Hm. Ihr habt mir dein Gesicht gemerkt. Und da jetzt auch, du Schlampe. Ihr seid jetzt meine Beute. Und ich finde euch. Und dieses Ding, das gehört mir. Nope, tut's nicht. Sei froh, wenn ich euch am Leben lasse. Er zieht nochmal tief die Luft durch seine zu klein geratene spitze Nase ein. Nickt. Überzeugt. Sie meint dann nur, das wäre nicht das erste Mal, dass du dir die Zähne an irgendwas ausgebissen hast, hm? Ja, warte mal. Entschuldigung. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Okay, er hat einen Patzer. Tja. Jetzt hat er Angst. Nein, das Gegenteil. Oh. Ich dachte, mein Knurren war als solches zu erkennen. Es hätte ja sein können, dass er jetzt Angst hat, kriegt. Ja, das wäre die eine Variante. Ja. Aber da er nicht glaubt, dass du seinen Zahn hast. Ja. Aber sie könnte rauskriegen, wer ihn hat. Ja, nicht, wenn er wütend ist. Also, was macht der denn? Das ist voll ungünstig. Der kann in einem Traum, wo er nicht wirklich existiert, nicht seine Banalität gegen dich ausspielen. Das finde ich nicht gerecht, übrigens. Ist egal. Nimm einen Mülleimer und wirf ihn in Richtung des Flecks, den du erschaffen hast. Ja. Ziemlicher Wucht. Ich gucke, dass ich mit Zoe-Pets zur Seite gehe. Bis er den Mülleimer hat, dauert es ja ein bisschen. Ja, du wirst leicht am Kopf getroffen. Ah. Ziemliche Kopfschmerzen, leichte Platzwunde. Das ist ein bisschen geistiger, chimärischer Schaden. Das ist jetzt irrelevant. Straßenbahn ist da. Na, dann huschen wir jetzt in die Straßenbahn, kurz bevor sie wieder losfährt. Mhm. Damit die Rotkappe nicht hinterher kann. Straßenbahn stellt sich als Kaffeekränzchenfahrt heraus, wo jemand versucht, alten Leuten etwas zu verkaufen. Ich sag mal so. Es ist nicht schön. Vor allen Dingen fährt die natürlich dann auch auf Schienen, die irgendwie aus der Stadt rausführen, wo dann Leute sich irgendwie Sehenswürdigkeiten angucken können, bevor sie da von irgendeinem tollen Bonus-Pyramidensystem, das keine Pyramide ist, erfahren. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass die Rotkappe euch beide wirklich markiert hat als Beute. Mhm. Vorteil ist für dich, nächste Nacht bist du vielleicht nicht mehr in seinem Traum. Hey. Ich glaube, dann wird der Traum auch enden. So unendlich lange träumt man nicht. Okay. Das heißt, du wirst schweißgebadet hochschrecken. Man ist immer schweißgebadet. Natürlich. Natürlich. Aber dann weiß sie jetzt immerhin, wonach sie Aaron fragen kann. Ja. Es gibt nicht viele Rotkappen, denen ein Zahn fehlt. Ja. Oder ein Zahn fehlt T. Muss ich nur noch rausfinden, wer seinen Zahn hat? Ja. Entweder das. Oder, das ist ja die Wahrscheinlichste, oder ich stelle ihm in Aussicht, dass ich es vielleicht kann. Vielleicht ist er dann auch brav. Ich glaube aber nicht. Mhm. Okay. So, werte ich das jetzt als, du hast seinen Albtraum für diese Nacht hast du ihn überwunden, für die folgende nicht, aber die folgende ist in der Feenwelt egal. Dein Vertrag ging für diese Nacht. Scheiß auf die Menschen. Du erhältst am Tag darauf also 2 Glamour. Das ist immerhin einer mehr, als du bezahlt hast. Achso, willst du das gleich für Heilung verwenden? Nein.
Okay. Gut. Von mir aus könnt ihr am nächsten Morgen whatever. Also ich nehme an, dass Sophie erstmal dann ihr Nachtlager von dort abreißen wird. Ja. Das klingt vernünftig. Sophie wird alle Spuren des Dingens beseitigen, soweit sie kann. Also du nimmst ihm die Blumen ab und du tust die Matte da weg. Ja. Ja. Na, das wird noch ein Spaß. Schön. Sie wird sofort eine Zeichnung des Schlüssels anfertigen. Des Originalschlüssels. Ja, und das ist ihre Art, Fotos zu machen. Das ist ja okay. Auch der Rotkappe. Mhm. Schlüssel war rot, Drache war schwarz. Okay. Ja. Und dann... sucht sie noch mögliche in Leipzig noch irgendwie sämtliche Türme raus, die sie irgendwie finden kann über Google. Ich denke, das ist eine überschaubare Menge. Yep. Und guckt sich auch Bilder an und guckt erstmal, ob sie diese Buchstaben über der Tür irgendwo findet. Na, gibt einen MDR-Turm, aber da ist es nicht über der Tür. Ja. Nee. Hm. Sie ruft Aaron trotzdem an. Jo. Hi. Sag mal, hast du heute irgendwann Zeit? Kommt drauf an. Worauf? Na, wie lange sich das hinziehen soll? Vermutlich nicht ewig. Ja, können wir das auch über das Telefon klären? Eventuell. Frage Nummer 1. Gibt es in Leipzig einen Turm oder etwas in der Art, das die Buchstaben MRD, und ich meine nicht MDR, über der Tür oder sowas trägt? Na, keinen, von dem ich jetzt irgendwie sofort weiß, keine Ahnung. Okay. OT, der MDR-Turm war aber nicht weiß, oder? Nee. Und irgendwie ist der weiß. Irgendeine Art weiß, irgendeinen weißen Turm? Nee, das klingt aber eher nach deiner Stadt. Bist du sicher, dass du hier suchst? Ich weiß nicht genau, wo ich suche. Na, das ist ein Elfenbeinturm. Also, das klingt nicht nach hier. Ah, okay. Wobei, Oti, den hatte sie ihm doch gezeigt, als er verzaubert war, oder? Da ist er doch nicht drauf angesprungen. Da meint er doch, das sei der Turm nicht. Welcher? Der Palastturm. Als der verzaubert war, warst du mit ihm nie draußen. Ach so, oh. Okay, dann werde ich das wohl irgendwann mal nachholen müssen. Ach ja, und das zweite ist, ich suche eine Rotkappe, deren Zahn fehlt. Was? Na gut. Und auch hier so, ja? Ja. Ja, da gibt's nur einen. Okay. Wie heißt denn dieser kleine Versager nochmal? Name ist mir jetzt entfallen, aber ist ja auch ein ziemlicher Waschlappen, also muss man sich das nicht merken. Ja, der ist schon ist ziemlich alt. Okay, wo finde ich den denn? Zuletzt war der... Also... Er wurde ausgestoßen dort.
In dem Kunterbund ist er nicht willkommen. Wo könnte der noch hingehen? Frage Nummer eins, ist der noch in Leipzig? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Okay. Er kommt schon ab und zu mal noch irgendwie mit einer kleinen Chimäre, die er gejagt hat, und kriegt dafür ein bisschen was bezahlt. Also ich meine, natürlich sind das kleine, jämmerliche Gestalten, die er da anschleppt, aber was immer noch erwarten, er hat einen Zahn verloren. Ich nehme an, am ehesten erstmal in Gonnewitz. Und wo da? Da ist so ein großer Springbrunnen. Ich glaube, da. Und da gegenüber war doch da mal so ein altes Kino, was abgerissen wurde. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen. Da gibt's noch ein paar Chimären ab und zu, die er jagt. Also wenn dann dort. Okay. Na gut, cool, danke. Ansonsten könnte ich noch mal irgendeinen Slur fragen, aber das kostet natürlich. Ja, ich versuch's erstmal. Ja. Wenn ich gar nichts finde, dann Name wäre echt hilfreich, aber wenn ich gar nichts finde, dann komme ich noch mal drauf. Komme ich noch mal auf dich zurück. Steffen, glaube ich. Steffen. Das klingt so unspektakulär. Ja, denkst du, der hat sich einen Namen verdient? Nein, aber Er hat er auch nicht. Steffen. Okay. Cool, besten Dank. Jo, kein Ding. Mach's, Juti. Bis Hau dann. rein. Sie liegt auf. Du kannst mal kurz für Daddy und die Zuhörer, mit deinem Okkultismus 3 darfst du das übrigens auch wissen. Hier mit dem Zahn das überhaupt erklären. Ich darf das. Willst du das nicht lieber machen? Na, meinetwegen. Also, eine Rotkappe kann eigentlich so gut wie nie einen Zahn verlieren, egal wie sehr sie aufs Maul bekommt. Es gibt ein paar Umstände, die nicht genau beschrieben sind, die man sich also selbst ausdenken kann, wann das doch möglich ist. Und es geht die Sage, dass eine Rotkappe unsterblich ist, außer man zerstört ihren Zahn, denn dann ist sie sofort tot, für alle Zeit und immer da. Entsprechend haben die davor eher Schiss. Und denen das passiert, ja, das sind quasi die, die nicht mal in Hufflepuff aufgenommen worden wären. Statistnummer stirbt sofort. Widerlich, ekelhaft. Oha. Spricht Die deswegen mit hat er der auch kein Ansehen mehr. Ja. NSC mit der Sprechrolle bei Star Trek. Ja. So Die Statisten nennt sich sympathisch. das, glaube ich. Ja, die sympathisch gemacht werden, damit man sie schneller, damit man sie bedauert, wenn sie sterben. Genau. Die haben, sagen dann immer so ein, zwei Sätze und dann weiß man, dass die tot sind im Laufe Ja. der Folge. Okay. Sophie geht dann irgendwann in Davids Zimmer. Ach so, ich muss dir das aber noch dazu sagen, ne? Das ist ein Mythos, an den Rotkappen zum Teil eigentlich alle Rotkappen glauben, der aber nie nachgewiesen wurde. Naja. David ist nicht da. Na, hast du Lust, dich heute mit einer Rotkappe anzulegen? Er hat gesagt, er ist nicht da. Achso, er ist nicht da. Ich habe verstanden. Ja, was liegt an? Du hörst aber ein leises Kinderlachen. Was höre ich? Ein leises Kinderlachen. Ach, schön. Schnauze da drin. Okay, da muss sie wohl alleine nach Leipzig. Na gut. Maybe. David hat immer noch deine Waffen. Kann sie sich ja aus seinem Zimmer holen. Die sind Die sind bestimmt nicht inzwischen im da. Keller. Richtig. Weil daran wird gearbeitet zwischenzeitlich, um Dann zu stiefelt lernen. sie jetzt runter in seinen verfickten Keller. Wieso Dann denkst du mach denn, den dass du mal in seinen auf. Raum rein Na, kannst? sie klopft. Ja, er ist nicht da.
Also er macht jedenfalls nicht auf. Jetzt weißt du viel endlich mal, wie das ist. Das ist schlimm, oder? Sophie schreibt ihm jetzt eine Nachricht. Dank deiner Paranoia wird mir wahrscheinlich heute der Kopf abgebissen. Besten Dank auch. Und sie fährt nach Leipzig. Sehr schön. Passiv-aggressiv. Mhm. Gut. Fährst nach Leipzig. David, du darfst selbst entscheiden, wann du diese Nachricht erhältst. Nee, es ist so die Frage. Ich bin jetzt in der Bibliothek. Ich würde gerne in die Bibliothek gehen. Ja. Und Dinge lernen. Also sprich, also mir diese Zaubertricksbücher besorgen, von der mein Meister gesprochen hat. Welche Zauber? Ach so, die. In einer normalen, in einer menschlichen Bibliothek erhältst du natürlich die Nachricht instant. Ach so, ich dachte, das wären die alten, also es wären... Nee, was die meinte, war quasi David Copperfield-Tricks. Ah, okay. Einfach gut. Hand... Das hat David wohl falsch verstanden. Ja, dann bist du in der und wenn du danach fragst, dann würde dich, also ich meine, du musst schon immer fragen, dann würde dich dieser Steingestalter 5 Minuten auslachen, was aber nur daran liegt, dass er so unheimlich langsam lacht und dir dann erklären, dass damit wohl eher solche Fingerübungen gemeint sein werden. Und dass darüber hier keine Bücher existieren, aber in jeder anderen Bibliothek. Gut. Dann frage ich ihn nach, Büchern zu Vorkommen von chimärischen Leben und so weiter und so fort. Wo man sowas finden kann. Ob es da Bücher gibt. Also geologische Bücher. Das wird es wahrscheinlich geologisch irgendwie geben. Man muss ja irgendwie chimärischen Stein haben. Irgendwie. Ja, ja. Sicher. Ich frage nur, in welcher Form. Das muss ja auch aktuell gehalten werden. Das heißt, das wird vermutlich jemand im Dienste des Herzogs, des Barons machen, weil das sonst keiner bezahlen kann. Ja, das wird irgendein Satyr vermutlich machen, der da in seinen Diensten arbeitet. Und der kann dir am besten darüber Auskunft geben, weil es einfach sich auch sehr schnell ändert. Und er würde, wenn du das okay findest, ihn benachrichtigen, dass der sich so schnell wie möglich bei dir meldet. Das finde ich cool. Trage ich mir erstmal einen Kalender ein. Dann bedanke ich mich bei ihm. Kein Ding. Und dann mache ich mich auf den Weg zu einer Bibliothek. Um dann halt Spiele, also so Dinge zu treffen, finden. Beziehungsweise würde dann quasi unterwegs schon auf YouTube Videos gucken. Hm. Ja, du kriegst eine Nachricht, sobald du aus dem Gebäude raus bist von Sophie. Ah, dann kriegst du eine Nachricht zurück. Warum willst du sterben? Ist da eine Chimäre aufgetaucht? Fragezeichen. Sie schreibt zurück, nope, ich muss jetzt nach Leipzig und mich mit einer Rotkappe anlegen. Dann tu es doch erstmal nicht. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Keine Option. Bin gleich wieder zu Hause. In der Zeit bist du übrigens vermutlich nicht mal aufgebrochen. Tut mir leid, einfach deswegen, weil David ja deutlich früher als du aufstehst. Ne? Das stimmt. Also du machst dich gerade fertig und dann findet das alles statt. Na, wenn du gleich wieder zu Hause bist, habe ich noch eine Überlebenschance, schreibt sie zurück. Na, immer. Gibt's dazu wenigstens noch einen passiv-aggressiven Zwinker-Smiley? Nö. Shit. Nicht mal den hier? Warum sollte sie? Na, weil sie so passiv-aggressiv ist und der ziemlich gut darauf passt. Nope. Okay. David wird dann sich noch ein paar Bücher ausleihen können dazu und zurückkommen. Sehr schön. Dann geht er, das ist nach oben, bringt die Bücher weg und guckt sie erstmal verständlich so an. Was hast du vor? Das Geheimnis um unsere Mitbewohner aufklären. Ich wäre dir übrigens sehr dankbar, wenn du meine Sachen nicht verschleppen würdest. Zumindest nicht an Orte, an denen ich sie nicht kriegen kann, wenn ich sie mal brauche. Naja, ich habe sie ein bisschen überarbeitet. Trotzdem wäre es nett, wenn du mir das wenigstens vorher sagen würdest. Ne, du warst am Pennen? Random auftauchende Krankenschwestern und sowas, du erinnerst dich.
Nun, ich hol sie hoch. Das ist sehr freundlich von dir. Aber immerhin muss man sie auch vor random auftauchenden Boyfriends schützen, also von daher. Vor was? Random auftauchende Boyfriends. Wenn ich entscheide, mir meinen Kram potenziell klauen zu lassen, ist das meine Entscheidung und nicht deine. Okay? Er geht einfach runter. Und hol den Kram. Deine Axt ist jetzt verziert. Warum auch immer. Es ist ja auch nicht mehr lange, David. Naja, ich... Naja, auf jeden Fall sind da jetzt Ornamente und also sind so Kringeleien dran an den Sachen. Und sie meint nur, ach ja, nur damit du dich freuen kannst, die nächsten paar Wochen wirst du auf jeden Fall deine Ruhe haben. Das wäre äußerst beruhigend. Das ist sogar so. Sehr gut. Wie kommen wir zu dieser Ehre? Wie du zu dieser Ehre kommst? Na, weil er nicht in Halle ist. Gott sei Dank. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Na dann. Was hältst du übrigens hiervon? Er hat einen relativ schlecht gemachten Ring, aber das ist okay. So der erste Versuch eines Metallrings. Möchtest du eine ehrliche oder eine nette Antwort? Ich weiß, er ist noch nicht wirklich gut verziert, aber hey. Also sagen wir es mal so. Ich bin beeindruckt davon, dass du das überhaupt hinkriegst, aber du musst noch viel üben. Das ist richtig. Aus Schmiedeeisen kann man halt tatsächlich auch echt schlecht Ringe bauen. Eben. Wir bräuchten übrigens noch verschiedene andere Materialien vielleicht. Hä? Wofür? Also so Lehm, Ziegelsteine, Gold und Kupfer. Brauchst du Lehm und Ziegelsteine? Willst du dir eine Hütte bauen? Ja. Stellt sich raus, ich, brauche andere Temperaturen, um das vernünftig zu verarbeiten. Aha. Mhm. Deswegen sieht das noch so aus, wie es aussieht. Beauty. Na gut. Also, soll ich dich begleiten? Du kannst mich gerne begleiten. Naja, es wäre blöd, wenn du von einer Rotkappe gefressen wirst, nicht wahr? Ach, ja, wahrscheinlich wäre das blöd. Das ist, glaube ich, sogar final, drum. Oder? Es wäre schade drum. Ich glaube, nee, es das ist nicht final. Also, es sei denn, sie frisst mich auch als Mensch, dann ja. Als Fee meinst du? Nee, wenn sie mich nur chimärisch frisst, passiert mir nichts. Dann bin ich nur ein paar Tage verwirrt. Außer die unfassbaren, unerträglichen Schmerzen und der Koma-Zustand danach, ja. Ja. Na, das ist gut. Na dann. Dann Aufi! Ja. Judy. Wie verstaut ihr denn? Also den Speer, willst du den mitnehmen? Den Speer? Nein, nur die Axt. Gut. Wollte schon sagen. Judy, dann kannst du das ja irgendwie in den Rucksack, einen großen packen oder so. War die nicht schon an den Stift gedingst? Nee, eben, ja, das will David doch gerade erst lernen. Ach so. Mhm. Dafür braucht er dafür doch die Lehrzeit bei der bösen Frau da. Ah, okay, verstanden. Judy, fahrt nach Leipzig. Fort nach Konnewitz. Konnewitz ist, um dann mal ganz kurz wie, das ist quasi das nicht Neukölln, sondern das andere hier, ne? Ein einst von Künstlern und Alternativen beseelter Stadtteil mit buntem Leben, der inzwischen halt ordentlich vermarktet und gedingst wurde, ne? Also Starbucks an jeder Ecke und jeder Rundung und jeder nicht Ecke, sondern jeder Geraden.
Und solche Sachen meine ich. Es wurde gentrifiziert. Danke, das fehlte mir. Genau das. Okay. Ich fahre zu diesem besagten Springbrunnen. Bemerkt, dass es der falsche sein muss, weil da kein altes Kino ist. Fahrt zum nächsten. Und wartet da, schaut euch um. Sophie schaut sich erstmal um. Das normale Leben in einem gentrifizierten Stadtteil. Leer und langweilig. Die Dichte 700%. Okay, sie guckt mal noch in Richtung dieses Kinos. Da, es wird zum Teil zumindest gerade wieder benutzt als so ein Programmkino, wo dann natürlich, mir fehlen heute echt Worte. Du wirst alt. Ja, aber dass Filme gezeigt werden. Dankeschön. 10 Männer, die aus einem fahrenden Panzer auf Ziegen schießen, kommt da. Und ich dachte, 2 Zwerge, die Nein-Nein-Mal scheißen. Zwei mit 10.000 Zuschauern in Frankreich, ja. Also so ungefähr. Das wird also zum Teil wieder hergerichtet und es ist gut. Aber es geht trotzdem noch gerade von dem Teil, der bisher nicht wieder benutzt wird, in eine etwas düstere Aura von dem Ding aus. Das ist gut. Sophie ist ja Künstlerin. Sie kann sich also als Künstlerin tarnen. Du musst dich nicht tarnen, wenn du das sie bist. Sie passt was du perfekt rein. Ihr fehlt nur noch in Frappuccino mit Sahne-Penissen. Okay. Ja, hat sie nicht. Verdammt. Dann kann ich alles haben. Das stimmt. Er hat mir auch gesagt, es wird ein karger Monat. Das stimmt. Außerdem wäre sie eine Ski gewesen, hätte sie in Etikette nicht patzen können, dann wäre ihr das natürlich nie passiert. Da hätte sie diesen Frappuccino in der Hand gehabt, sobald sie dieses Stadtviertel betreten hätte. Ja. Bester Vorteil der Ski. Ja. Instant Frappuccinos. Ja. Es war auf 2 Art und Weisen komisch. Entschuldigung. Ihr wartet da eine ganze Weile. Sophie betätigt sich künstlerisch. David guckt sich vermutlich YouTube-Videos an. Ja, und versuche Kartentricks. Sehr gut. Ihr passt halt perfekt da rein. Und hin und wieder unterbreche ich sie mal und versuche ihr einen vorzuzeigen, vorzuführen. Meiste Zeit klappt das nicht so gut. Ich meine, du bist schon super geschickt, aber ich meine, es ist, ne? Man muss lernen. Ja. Sophie ist total gechillt, es ist Winter und es liegt Schnee. David friert vielleicht, aber Sophie nicht. David wird nach einer Weile frieren, ja. So nach der ersten Stunde. Möchtest du dich irgendwo reinsetzen? Gerne. Darf ich draußen bleiben? Das ist seltsam, meinst du nicht auch? Wieso? Na, ein Typ, der hat Gartentricks versucht in einem Restaurant und du, die draußen rumsitzt. Ich würde mich nie in ein Restaurant setzen. In ein Café, das tut man halt. Wollte es auch. Ja, dann. Also für die umweltbewussten Leute, die auch an die Zukunft denken, gibt es da natürlich so eine kleine Mini-Bäckerkette, die zum Halbcafé geadelt wurde. Und die haben natürlich umweltbewusst, wie sie sind, riesige Heizstrahler aufgebaut, damit die Leute noch draußen sitzen können und sich im Schnee vergnügen können. Da hat es wie die halbe Kälte und so und damit die halbe Wärme. Perfekt. Sehr gut. Alibimäßig bestellt man sich dort das günstigste Getränk. Also einfach einen heißen Tee. Die sind meistens sehr billig. Sehr gut. Ich hole mir einen richtig dicken, vernünftigen Kaffee Latte oder was auch immer. Irgendwas Großes, was warm macht. Am Nebentisch ziehen ein Kerl und eine Typette ihre Jacken aus, setzen sich näher an den Halsstrahler und beschweren sich darüber, wie die Autokonzerne es wagen können, die Luft mit ihren Dieselabgasen zu verpesten und die Tests zu manipulieren. Diese miesen Schweine. Schrecklich. In der zweiten Stunde kommt dann auch besagte Rotkappe. Er ist, das ist eine Weile her, ne? Und er war damals schon 20. Entsprechend muss er jetzt, ne, sein. Du hast nie gesagt, wie alt die Rotkappe war, nur dass Volker so ungefähr 20 war.
Die Rotkappe war auch so ungefähr in dem Alter. Ah, okay. Das heißt, sie, es war in den 80ern, wird jetzt so ungefähr älter sein. Fast 60, ja. Ja. So grob oder ein bisschen um die 60. Und wahrscheinlich hat sie wenig Zeit in Freistätten verbracht. Keine. Okay. Also keine nennenswerte. Ja, das heißt, der lässt dann die Knochen knacken, hat noch so Altpunk-Klamotte an, Haare fliehend. Und zwar alle. Aber wenigstens hat er noch einen Zopf. Das ist auch das Einzige, was er dann noch hat in der Richtung. Und ein Vogler-Hila. Ja, das nämlich. Und ja, setzt sich da auch erstmal an Springbrunnen. Guckt in Richtung Kino. Und wartet erstmal. Dann wird er sich irgendwann erheben. Nochmal umschauen. Erlaubst du mir, dass Sophie eine Zeichnung von dem jungen Volker gemacht hat? In der Zeit, in der sie gewartet hat. Ja. Okay. Schaut sich nochmal um. Zieht tief die Luft ein. Und geht dann seines Wegs. Sophie nickt dann irgendwann in die Richtung. Das ist er. Na und jetzt? Es könnte sein, dass er ein bisschen sauer auf mich ist. Mal gucken. Wobei, ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er das wirklich weiß oder nicht weiß, weil es war eigentlich, ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Hä? Weiß was? Dass ich bin. Naja, dass ich bin und du bist du, ist meistens relativ einfach, oder? Ja, es könnte sein. Er schließlich auch eher. Es könnte sein, dass ich ein bisschen sackig war, weil er nichts Besseres zu tun hatte, als rumzupöbeln. Und also hast du ihn schon mal getroffen. Ihm einen dummen Spruch an den Kopf gedrückt habe, den er mir möglicherweise übel nehmen könnte. Okay, und warum hat er dich dann damals nicht verprügelt? Ja, weil ich zu schnell weg war. Ah ja. Dann ruf ihn doch einfach hinterher. Ihr wird dir ja wohl nichts tun. Im Traum, ne? Hatte der übrigens keine menschliche Komponente. Ah. Ja, Sophie steht aber auch dann auf. Bezahlt hat sie vermutlich, als sie das Getränk geholt hat. Mhm. Damit sie eben flexibel genug ist. Ja, ja, schon klar. Und geht ihnen hinterher und am Anfang, also so ich gegen wollte. Ende des Platzes, also nicht so, dass das so jetzt mitten drauf steht, ist, aber so, dass noch ein paar Leute da sind. Hey, warte mal. Was denn? Sie holt die Zeichnung hervor. Den kennst du, hm? Guckt sich das ganz genau an. Scheint etwas ratlos. Bis dann das Wissen in seinen Blick tritt. Er verzieht etwas das Gesicht. Was willst du von mir? Seinen Schlüssel. Ja, fick dich. Dann geht er. Sie wartet kurz.
Weißt du, woher die Zahnlücke kommt? Weißt du, wer den hat? Vorsicht, er dreht sich um. Ganz, ganz vorsichtig. Das war eine ernst gemeinte Frage. Ja, na klar weiß ich das. Aber? Was aber? Naja, ich sehe Dinge. Möglicherweise kann ich dir helfen. Kannst du deinen schmerzhaften und widerwärtigen Tod schon voraussehen? Ich kann's. Das war nur ein Angebot. Wenn du es nicht annehmen willst, dein Problem. Ich weiß, wo mein Zahn ist. Und du hast nichts, was du mir anbieten kannst. Nichts. Gut, wie du meinst. Sie dreht sich um und geht. Schönen Tag noch. Fick dich. Tja, dann muss ich das wohl auf die unkonventionelle Art und Weise tun. Offensichtlich. Was sind die unkonventionelle Art? Und was wolltest du mit seinem Zahn? Ihm helfen, ihn zurückzukriegen. Wenn er nicht gewusst hätte, wer ihn hat, hätte ich ihm dabei vielleicht sogar helfen können. Und wofür soll dieser Zahn wichtig sein? Bitte? Wofür soll dieser Zahn wichtig sein? Es gibt eine alte Sage unter den Rotkappen. Nein, unter den Rotkappen ist es eine alte Wahrheit, die besagt, dass wer auch immer den Zahn einer Rotkappe in Händen hält, auch ihr Leben in den Händen hält. Nice. Das ist natürlich ärgerlich. Guck mal nach da. Sie guckt. Er holt eine Münze hinter der Ohr hervor. Aha! Hat geklappt. Cool. Na gut. Na dann. Wollen wir jetzt mit den unkonventionellen Dingen weiter tun? Bitte? Unkonventionelle Dinge? Wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Das muss ich mir erst noch überlegen. Achso. Das werde ich hier ohnehin jetzt nicht machen können. Nun dann, lass uns verschwinden, bevor es dunkel wird. Ja, dann machen wir uns auf den Heimweg, denke ich. Ja, kein Problem. Dann wird Sophie jetzt vermutlich nochmal sehr viel Glamour loswerden. Moment, erstmal machen wir eine Mitbewohnerinspektion. David, also wer aufgerufen wird, sagt hier David. Ja. Sophie. Als erstes gehe ich Solpet suchen. Sophie. Ja. Volker? Nee, der hat nicht hier gesagt. Der muss woanders sein. Ja, dann gehe ich jetzt Volker suchen. Hey, du findest ihn bei Roland. Ach so. Du hörst nämlich seinen Lachen schon durch die Tür. Okay. Er wollte tatsächlich abhauen, aber Roland hat ihn eingeladen. Gesnackt. Der hat ihm sogar nichts zu saufen gegeben. Und die spielen Schwarzer Peter. Ah. Roland hat ein
von der Titanic herausgegebene Schwarzer-Peter-Spiel mit irgendwelchen Politfiguren der 70er. Der Brit. Und nehmen wir einfach mal an, da gab es die Titanic schon, okay? Und die sind natürlich lustig gezeichnet und deswegen haben die da Spaß. Okay. Easy. Der wird dann, also der Roland sagt ihnen auch, dass er den dann. Ne? Was? Dass er den wieder bei dir abliefert, wenn die fertig sind. Oder so. Ja. Oder wolltest du direkt was von ihm? Nein. Ja. Dann wird so viel im Laufe der Nacht sehr viel glamourlos werden. Wofür denn? Weil sie tatsächlich erstmal nichts hat, was sie mit der Rotkappe machen kann. Das wäre die erste Möglichkeit gewesen. Die funktioniert nicht. Oder die braucht sie nicht. Okay. Das heißt, ich muss eine andere finden. Ich habe keinen Bock, mich in einen epischen Kampf mit einer Rotkappe zu verstricken. Denn daraus gehe ich nicht als Sieger hervor, auch wenn die schon ein bisschen älter ist. Ich finde das auch ein bisschen albern. Ich habe ja auch nie gesagt, du sollst das machen. Das heißt, ich muss eine andere Möglichkeit finden, ihn etwas zu finden oder zu kriegen, was ein Druckmittel wäre oder ein etwas, was er will, um zu kriegen, was ich will. Und dafür willst du in seine Vergangenheit gucken. Ich muss wissen, wer seinen Zahn hat. Ja, aber du hast keine Verbindung zu ihm. Du kannst nicht in seine Vergangenheit gucken. Das ist nur schwerer, aber können müsste ich es. Weißt du, was Außerdem du ist für so. Abzüge kriegst? Außerdem ist Soulpads die Verbindung zu ihm. Nein. Okay. Wenn Sulpitz das von ihm hätte, aber er hat nichts von ihm. Tja, dann muss ich mir Ja, was die überlegen. Abzüge, die sind gigantisch. Wenn du hast jetzt eine Woche Zeit, dir was zu überlegen. Ja, dann werde ich das wohl tun müssen. Das wird eine Viel kurze Spaß dabei. Folge. Ja, was soll man machen? Die Viertelstunde reißt jetzt auch nicht raus. Ich meine, ihr könnt noch was machen, wenn ihr wollt, so ist es nicht. Nee, ich weiß ohnehin nicht was. Dachte ich Also ich mir. würde weiter trainieren und Das lernen dachte und ich das ist mir. halt auch nicht so sonderlich interessant gerade. Aber ich habe eine epische Kraft. So ist das. Ich gebe noch vielleicht einen. Gebe ich den. Ach, was soll's. Es gibt ja immer, wenn man irgendwo rein will, Entschlüssel und Dietrich. Jetzt machen wir Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. So, Kinder, jetzt holt ihr erstmal das Mutti-Heft raus. Auch du, Kevin. Und packt das Spielzeug wieder in Ranzen. Also, Folgenlänge wird vermutlich zumindest jede zweite bei ungefähr einer Stunde stagnieren. Einfach deswegen, weil wir uns auf 20:30 Uhr statt 20 Uhr mit dem Start verlegt haben. Was bedeutet, dass ich mit der Lieder dann auch 20:30 Uhr bin und Flumi ungefähr 21 Uhr von Arbeit kommt, was bedeutet, dass wir 21:15 Uhr oder so anfangen. Und ne, da sind Dinge einfach kürzer.
Punkt 2. Ich muss irgendwann mal demnächst zu 5, 6, 7 Folgen in einer Woche raushauen oder so. Sonst funktioniert das nicht mehr. Sonst sind wir etwas weit in der Zukunft. Aber ich gehe ja ganz stark davon aus, dass sich das sowieso keiner anhören kann. Von daher passt das. Ansonsten wollte ich noch was zu der Folge sagen. Ich glaube nicht. Ist jetzt nicht so, als hätte ich vollkommen den Überblick, was genau da los ist. Ich weiß, dass Sophie dem Wanz sein gutes Versprechen gegeben hat. Das reicht mir schon mal. Und ja, wir sprechen uns mal wieder. Ne? Hm.